Was geht ab? League of Legends, Freunde. Heute gibt es einen Urgot-Guide für euch. Gameplay aus einem schönen Video, was ich heute Vormittag gezockt habe. Ich erkläre euch, wie der Champion funktioniert. Also, wenn ihr das lernen möchtet, bleibt gerne dran. Schon seit Patch 11.4 ist er wieder mehr in den Fokus gerückt. 11.5 war er sehr stark. 11.6 hatten wir jetzt einen Urgot-Nerf, aber der war nicht so stark. Und was ihr Schönes sehen könnt: First Blood für den Urgot. Besser geht es gar nicht. Was mache ich in dieser Situation? Ich kaufe mir tatsächlich einen Rubin-Kristall, einen Ruby-Kristall. Oh, Moment, ich muss mein Audio hier leiser machen. Also das Ingame-Audio, das hat mich eben so ein bisschen genervt. So, genau, Ruby-Kristall, weil den braucht ihr für Schikane. Und das ist jetzt schon, also Stridebreaker, ja. Und das ist schon mal ein kontroverser Punkt. Welches erste Item auf Urgot? Hä, war es nicht Titanic Hydra? Seit 11.6 kauft man, oder die meisten Urgot-Spieler kaufen sich Schikane zuerst. Das ist einfach genial, um euch besser zu positionieren. Und würde ich euch auch empfehlen. Ihr maxt immer noch weh, also ich. Gehen wir erstmal der Reihe nach. Fangen wir an mit den Runen, ja? Fokussierter Angriff zu Englisch Press the Attack, ja, wie ihr schon sehen könnt. Dann auch Triumph, Legende Zähigkeit und letztes Gefecht. So auf der gelben Seite. Dann nehmt ihr die grüne Seite für Knochenpanzerung und Zuwachs. Dann nehmt ihr Attack Damage und Rüstung. So. Hier so ein bisschen der deutsche und englische Begriffe durcheinander, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Genau. So. Erstens, das waren die Runen. Zweitens, Skill Order. W-Max und dann E-Max. Da hat mich jemand auf TikTok nochmal berichtigt. Herzlichen Dank dafür. E-Second Max ist viel besser. Viel, viel besser als Q-Second Max. Das Q ist gar nicht mal so nützlich mehr auf Urgot. Ihr spielt eigentlich fast nur noch mit dem W, E und Ultimate und halt Stridebreaker. Q ist da fast schon egal. Also, das ist halt gut für die Verlangsamung. Aber ansonsten macht ihr nicht mehr so wahnsinnig viel mit Q mit Urgot. Das war früher anders, vor tausenden Reworks, ja. Jedenfalls, heutzutage ist es so, wie ich eben gesagt habe, W-Max ab Level 9 habt ihr es ohne Cooldown, das ist der Punkt, den ihr erreichen möchtet, ja. So schnell wie möglich. Ab da seid ihr dann auch schon sehr, sehr stark. Und vergesst nicht, die Passive. Die Passive, wie ihr sehen könnt, sind diese leuchtenden Elemente da an den Beinen. Die machen so eine kleine Explosion, wenn du angreifst und das halt eben bei dem Bein da gerade ready ist. Wie ihr sehen könnt, manche da sind jetzt auch wieder auf Cooldown. Und dadurch mit dem W später könnt ihr so viel davon procken, dass der Schaden für so einen Beefy Tank, oder ist jetzt kein Tank, aber so ein Bruiser wie Urgot macht dann auf einmal sehr, sehr viel Damage und natürlich die schöne Ultimate. Ich hatte ja auch ein geniales Play, das kommt noch later im Spiel, wo ich die Sonyas predicted habe von Kassadin. Das war ganz, ganz wichtig in so einem entscheidenden Late-Game-Teamfight. Da habe ich mein E so getimed, dass genau als der Kassadin aus der Sonyas rauskam, ich ihn damit stunnen konnte. Wenn ihr das sehen wollt, bleibt dran, weil das war wirklich der Game-Deciding Teamfight. Genau. So, hier macht der Kha'Zix irgendeine Invade-Aktion. Jetzt wird es ein bisschen weird. Achso, den Item-Build muss ich noch erklären, ne? Ja. Gucken wir uns erstmal das Play an. Ich glaube hier, guck mal. Ein ganz wichtiger Tipp für Urgot-Spieler, die Krabbe. Guck mal, ihr macht ja so viel Schaden. Könnt ihr entweder eurem Jungler geben oder selbst nehmen. Ich invade auch sehr, sehr viel. Wenn ich die Lane gewinne, seht ihr alles noch in dem Gameplay. Ja. So, da hätte ich vielleicht nicht in den Busch laufen sollen, beziehungsweise der Echo macht da irgendwas Komisches, der kann mir da nicht so richtig helfen. Aber war dann auch, ja, wie bereits gesagt, was der Echo da gemacht hat, war ein bisschen weird. Aber, ja. Da wurde ich dann erledigt, aber nicht so schlimm, denn ich habe schon zwei Kills in der Urgot Bank und die zahlen sich dann im Laufe des Spiels auch noch richtig aus. Genau. So, die anderen Lanes waren alle relativ even, also da gab es jetzt nicht so viel Spannendes zu erzählen. Ich wollte witzigerweise Garen nehmen in dem Spiel, hatte er dann First Picked und ja. War dann im Laufe des Spiels keine so gute Entscheidung. Ich glaube, jetzt kommt der Echo auch gleich nochmal zu meiner Lane, damit wir den Double Buff erholen, dann müssen wir mal gucken. So, ach ja, Item Build. Schikane first, also Stridebreaker first, große Empfehlung meinerseits, würde ich so machen, ja. Ganz, ganz wichtig.
Zweitens immer noch Titanic Hydra, immer noch sehr stark, auch wenn es jetzt genervt wurde. Drittens mache ich meistens Guardian Angel, aber du kannst auch schwarzes Beil, also Black Cleaver, als drittes kaufen. Viertes mache ich meistens Thornmails, aber du kannst auch Starracks nehmen oder eins dieser Magic Resistance Tank Items. Also man hat da viel Auswahl. Der Core ist aber nach wie vor Stridebreaker, Titanic Hydra. Danach könnt ihr das frei wählen. Achso, Schuhe ist noch interessant. Da nehme ich meistens Plated. Also die früher Ninja Tabis hießen, diese Armor Attack Damage Reduktionsschuhe halt. Genau. So, ich würde sagen, wir können auch langsam ein bisschen schneller machen, um zu den spannenden. Warte mal, Regiekamera. Ah ne, ich muss wieder zur Urgot Cam wechseln. Ich weiß gerade gar nicht, habe ich da immer plus 2 oder sogar plus 4 gemacht? Aber ich habe eigentlich keinen Bock, dass es 10 Jahre dauert zu rendern. Ich will eigentlich. Oh, guck mal, wir sind Regiekamera nehmen. Doppelklick, wir sind wieder Urgot. Ah, perfekt. Genau, so, wir könnten auch fast plus 4 machen eigentlich, weil jetzt kommt halt die Laning Phase. Ach ja, ist aber noch ein wichtiger Ärger-Tipp. Die Laning Phase solltet ihr eigentlich eher sicher und zurückhaltend spielen. Ihr könnt die eher so auf eurer Tower-Seite spielen, weil wenn ihr mit Urgot pusht und es passiert schnell durch die Passive der Beine, ja, dann werdet ihr early gegankt und ihr könnt gesnowballt werden. Das ist mir auch schon passiert, dann könnt ihr wirklich hart losen, ja. Also spielt lieber ein bisschen sicherer bei eurem Turm. Hier habe ich die Ulti, glaube ich, vermasselt. Ja, passiert. Aber guck mal, die können mich zu zweit nicht erledigen. Das ist auch genial. Urgot, wenn du ein paar Kills hast mit Urgot, dann ist das vorbei. Und wie bereits gesagt, das ist 11.6. 11.6. Ah, guck mal. Knapp noch einen Kill geholt, super toll, super Sahne. Ja, ich würde sagen, wir machen noch ein bisschen schneller hier. Habe halt immer noch meinen guten alten Oldschool-PC und no offense, aber das Rendern dauert da einfach zu lange. Ja, müssen wir mal langsam einen neuen gönnen. Aber er funktioniert halt noch. Deswegen. Naja. Genau. So, was kann ich euch noch raten für irgendwas? Also spielt eher passiv und vorsichtig. So ab Level 9 seid ihr dann langsam richtig stark, wenn ihr 5 Punkte im W habt. Danach E-Max ein riesiger Unterschied. Wirklich, das Schild ist so viel besser, was ihr beim E-Max bekommt, als beim Q-Max Second. Das lohnt sich nicht so. Tower macht man so mittelschnellen Schaden. Man würde denken, es geht mega schnell mit W, aber so schnell geht es eigentlich gar nicht. Weil ihr ja nicht mit dieser Tower-Zerstörfunktion spielt, also dieser Rune da, die manche Leute nehmen. Könnte man überlegen, ob man die auf Urgot nimmt, aber ich finde Zuwachs und Boneplating eigentlich besser. Und wenn ihr ahead seid mit Urgot, dann könnt ihr wirklich viel invaden, ja. Dann könnt ihr ständig den Red Buff bzw. Blue Buff holen. Die Krabbe sowieso. Auch hier Rift Herald könnt ihr euch holen. Ich glaube, den hole ich dann noch gleich, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Oder ich gehe halt back, klar, kann man auch machen. Genau, das war ein guter Breakpoint. Da hatte ich dann Stridebreaker und Plated Schuhe. Da war ich dann sehr stark. Da konnten die nicht viel mehr machen. Aber ich sage euch eins, der Kassadin hier im Spiel, der wurde noch richtig stark. Also es wurde noch richtig spannend tatsächlich, das Spiel. Also bleibt da gerne auf jeden Fall dran, ne? Ja. Genau, so, Urgot. Ja, was kann ich noch zu Urgot sagen? Also man merkt die Nerfs schon ganz schön. Er war noch deutlich overpowered da vor einem Patch. Jetzt ist er schon deutlich schwächer, obwohl wirklich nur mit dem W da was geändert wurde, prozentual mit dem Damage. Aber es macht einen Riesenunterschied. Es macht einen Riesenunterschied, wirklich. Wenn ich mir Top-Laner-Winrates anschaue, ist Urgot aber immer noch sehr, sehr hoch. Also man kann ihn, jetzt wo die Leute ihn langsam lernen mit dem richtigen Build. Guck mal, hier stelle ich dem Garen eine Falle, aber den kann ich dann nicht mehr kriegen, der ist dann schnell. Weil der kann den Slow auflösen mit seinem Q, wisst ihr. Ah, da haben wir einen Free Herald geholt. Ich sehe gerade im Rückblick, dass der Kader irgendwie nichts macht, um uns zu stoppen. Naja. So, jetzt hat Garen auch seinen Stridebreaker. Der Garen war gar nicht so schlecht, der hatte Farm, war nur meistens even. Aber ich hatte halt die Early Snowball Kills und League ist einfach ein Snowball Game, Leute. Wenn du da ein paar Kills holst, ist das Game deins, ja. So einfach sieht das aus, genau. So, ja. Beautiful. Ach, hier holen wir aber sogar den Inhib mit einem Herald Play. Das ist extrem gut. Guck mal, Inhib 17 Minuten kann man rocken. Das ist gut, ja, weil wir den Herald hatten und Top Lane Winning. Und man kann zurzeit wirklich mit Top Lane noch carryen, wie ihr in dem Se Game sehen könnt. Es geht, auf jeden Fall. Geht auch mit anderen Champions, mit Darius, Garen, Urgot. Das sind so die Top 3 gerade der Top Laner. Was haben wir noch? Was haben wir noch so? Ja, wir sehen können, schönen Kill auf dem Kha'Zix geholt. Sauber mit dem Red Buff. So. Wer ist noch gut? Also Urgot, Garen, Darius, Nocturne Top ist auch sehr, sehr stark. Obwohl man den nicht so oft sieht, aber der ist wirklich sehr, sehr stark. Und was haben wir noch so? Weiß ich gerade gar nicht. Aber Urgot ist auf.
Jeden Fall. Genau, hier machen wir so einen Risky Baron Call, der funktioniert aber, weil das Team sich wahrscheinlich wieder, also die Gegner sich wahrscheinlich flamen oder was weiß ich. Aber ganz ehrlich, in Solo Queue, das merke ich auch in Wild Rift zurzeit ganz oft, dieser Baron Rush einfach den Baron zu probieren, ja. Also es lohnt sich ganz, ganz oft. Ihr werdet da selten gecountert. Muss ich euch empfehlen. Weil der Gegner erwartet es nicht. Aber so ein schneller Baron Rush zu einer Zeit, wo es keiner erwartet, ist wirklich so eine Win-Condition von mir. Vor allem in Riot Rift, aber auch im normalen League. Weil die Leute, na, die erwarten es halt nicht. Und so kriegst du halt. Oder was passiert da? Oh ja, das war ein risky. Das war nicht so der gute Trade. Machen wir uns nichts vor. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich schon so viele Kills, dass dann auch egal war. Aber es wurde noch relativ spannend zum Ende des Spiels. Also bleibt da auf jeden Fall gespannt. Guck mal, wie der läuft mit der mit der Beschleunigung. Das sieht richtig lustig aus. Ja, Urgot halt. So, ja, die haben einen guten Kassadin, die catchen uns da noch ein paar Mal. Das sieht auch schon wieder, ja, da haben wir auch verloren, genau. Da war die Stimmung bei uns dann auch nicht so gut. Ja, da hatten wir einige Teamfights auf einmal verloren. Die haben einen sehr guten Kassadin und unser Echo Jungle hatte 0 Kills. Ja, Echo Jungle mit 0 Kills ist jetzt nicht so der wahnsinnig nützliche Jungler, wenn er seine Stunts auch nicht landet. Und ja, aber wir konnten es dann zum Glück noch gewinnen. Seht ihr dann auch gleich, wie das geklappt hat. Hier schön die Seraphine gehookt. So muss das sein. So ist das schön. Genau, da wird die Diana erledigt, aber wir holen uns den Inhib. Ist eigentlich ein okayer Trade, sage ich mal. Genau, aber wie bereits gesagt, es kommt noch die ganz wichtige Szene, wo ich dem Kassadin aus der Stasis von Sonya raushaue. Das hat sich gelohnt, hier die Gegner aufzuschäßen vom Baron, auch wenn ich erledigt wurde. Hat sich gelohnt, Leute. War totally worth it. Und wir holen dann auch den Nash. Sie haben keine Chance. So sieht es aus. Ja, Urgot, ganz ehrlich, wenn ihr ein paar Kills habt mit Urgot im Late Game, ihr habt eigentlich nur W aktiv und lauft zu den Gegnern. Allein das macht schon so viel Schaden. Wenn ihr gut seid, macht ihr natürlich eine Strikebreaker-E-Kombo, dass ihr irgendjemanden auscatcht oder so mit dem Stun oder dem Rückwurf da. Das ist auch sehr stark, auch eine große Empfehlung meinerseits. Hier habe ich einen schönen Garen-Kill geholt. Das war nicht der Stasis-Play, der kommt noch. Da können wir dann auch mal wieder langsamer machen bei dem letzten Teamfight. Bei dem letzten Teamfight hatte ich das schöne Sonya-Play, also bleibt auf jeden Fall dran. Aber hier der Hook! Ah, das war auch gut eigentlich. Warte, ich mach mal wieder ein bisschen langsamer. Moment. Kommen wir eigentlich nochmal zum Ende hier. Ja, wie bereits gesagt, am Upload-Speed bin ich froh, kann ich endlich längere Videos hochladen, das ist schon geil. Aber mein Rendering-Speed ist wirklich im Eimer. Das wird hier ewig dauern, deswegen mache ich auch gerade nicht so viele LoL-Guides. Wird sich ändern, wenn ich mir irgendwann mal einen updated PC hole, aber der funktioniert ja noch, der gute Alte. Da denke ich mir immer, ja, mein Gott, wenn ich da immer mal ein bisschen warte, ist es auch nicht so schlimm. Genau, so. Das wird nochmal spannend, deswegen habe ich hier langsam gemacht. Bleibt auf jeden Fall dran, bleibt auf jeden Fall dran, weil ich glaube, hier wird jemand von uns wieder gecourt. Und ja, das wird risky, was soll ich? Guck mal. 63.000 Gold zu 56.000. Ist gar nicht mal so unterschiedlich, ja. Deswegen, da ist noch alles drin, ja. Also bleibt da auf jeden Fall dran, da ist noch alles drin. Da ist noch alles zu holen. So, jetzt machen wir hier wieder so eine Art Siege. Ja, wir holen uns den Inhib, weil der Gegner sich irgendwie nicht so gut versammelt. Aber gleich wird es nochmal spannend, Leute. Passt auf. Oh, ich glaube, da werde ich sogar nochmal erledigt, oder? Ja, stimmt. Nee, wir müssen nochmal weitermachen. Also, der Play war trotzdem worth it, auch wenn es ein bisschen boring war. Ich will nur mal kurz respawnen und dann zeige ich euch dieses wichtige Stasis-Play. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, das zu timen. Und man macht es halt nach Gefühl. Also das ist schon mal der wichtige Tipp. Wenn ihr auch mal in die Situation kommt, hey, diesen Teamfight gewinnt ihr nur, wenn ihr jetzt ihn nach dem in dem Goldsein des Sonjas gewinnt. Das macht man nach Gefühl, ja. Ich habe da jetzt auch keinen Timer, wo ich sage, okay, also ihr wisst ja, wie lange das dauert. Wenn nicht, guckt euch nochmal das Sonjas Item an. Da steht, wie lange das in die Stasis geht. Und nach Gefühl macht man das, ja. Passt auf jeden Fall auf, gleich wird es richtig wichtig. Gleich wird es richtig wichtig, Freunde. Bleibt dran. Oder wurde ich hier nochmal erledigt? Oh ja. Es war immer noch nicht der wichtige Fight. Ah!
Der kommt doch noch als nächstes. Sehr lustig. Ja, wir sehen können, Urgot ist immer noch jetzt nach den Nerfs 11.6. Ist er wieder ein bisschen schwächer geworden. Aber unsere Minions machen Work, Alter. Unsere Minions machen Work, Baby. So, jetzt machen wir wieder langsamer gleich. Jetzt kommt endlich das Sonyas Play, was das Game endlich zum Finale bringt. Ja, deswegen, genau, so. Bleibt gespannt. Ja, unsere Di Oh, das ist auch geil. Die geben uns hier den Free Drake, weil der Kha'Zix wurde erledigt und oh, vier Drakes ist so genial, Leute. Das ist wirklich wundervoll. Genau. So. Jetzt kommt's, Leute. Jetzt kommt's. Das Play, was ich so lange angekündigt habe, auf das ihr so lange gewartet habt. Als Item hatte ich dann Thornmails, Black Cleaver. Jetzt kommt's. Pass auf, der Kasser hier. Jetzt guckt euch das Timing an. Guckt euch das Timing an. Beautiful. Und der Kasser war richtig fett. Es war wirklich enorm wichtig, ihn da zu kriegen. Und das habe ich mit dieser Combo gemacht. Ich denke, Freunde, das Warten hat sich gelohnt. Schönes Game. Build, Runen und so habe ich ja erklärt. Ich wünsche euch viel Spaß mit Urgot. Rockt die Gegner. Das ist witzig, bei Wild Rift, da hat ja der Nexus an sich so eine Kanone und im Normalen nicht. Und man läuft so hin und denkt sich, hä? Mich greift der Nexus ja gar nicht an. Ah ja, ist ja das normale LOL, nicht Wild Rift. Naja. GG würde ich sagen. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Bis zum nächsten Video. Tschüssikowski!